Servus, ich bin Mike. Heute stelle ich euch den Stellplatz in Rheil an der Mosel vor. Der Stellplatz hat etwa 80 Stellplätze. In der ersten Reihe steht man direkt an der Mosel. Der Stellplatz kostet 8 Euro für eine Übernachtung und 2 Euro Strom pauschal. Hunde sind erlaubt. Hier sieht man jetzt die zwei Reihen. Links ist die Reihe zur Mosel zu und rechts ist dann der zweite Stellplatz. So, hier sieht man unseren Stellplatz jetzt. Wir sind jetzt direkt hier am Moselufer. Wir haben mal nochmal Glück. Kommt gerade noch ein schönes Schiff vorbei. Der einzige Nachteil bei dem Wiesenplatz ist natürlich bei diesem Wetter, wenn es viel geregnet hat, hat man wahrscheinlich Probleme an manchen Stellen wieder rauszukommen. So, hier sind wir jetzt an der Wassersäule. Dann hat man auch die Möglichkeit, entweder mit dem Schlauch zu befüllen mit 1 Euro 100 Liter oder 10 Liter für 10 Euro. Die Entsorgung ist zentral gelegen und dort kann man in der gleichen Öffnung Grauwasser und die Chemietoilette entleeren. Der Stellplatz besitzt ca. 5 Stromsäulen, die alle uferseitig platziert sind. Der Stromkasten selber hat 12 Steckdosen mit 16 Ampere Sicherungen. Also kann man sich in Ruhe mal die Haare föhnen, ohne dass die Sicherung fällt. Wer jetzt nicht genau an der Stromsäule steht, der muss natürlich mit einer Verlängerung arbeiten. Aber die Stromsäulen, die sind so weit auseinandergestellt, wo man teilweise sogar 50 Meter Verlängerung braucht. Also ich habe hier in der Regel komme ich mit 25 Meter immer aus, aber musste jetzt auch noch eine 10 Meter Zusatzverlängerung einstecken. Die Leute in der zweiten Reihe müssen auch mit Verlängerungen arbeiten, weil dort stehen keine Stromsäulen. Die Müllentsorgung ist auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, und direkt hinter dem Stellplatz, also unmittelbar hinter dem Stellplatz, kommt man direkt in eine kleine, schöne Altstadt rein, die auch ein sehr schönes, kleines Lebensmittelgeschäftchen hat, wo es eigentlich alles so gibt, was man für den täglichen Bedarf so braucht. Es ist vollkommen ausreichend und sehr sauber. Ja, und das Städtchen ist wirklich sehr gemütlich und sehr schön. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal durchzugehen. Da mal durchzugehen. Ja. In dem Städtchen gibt es auch jede Menge Einkehrmöglichkeit, sowohl für Weinproben als auch für gutes Essen.
So, jetzt gehe ich mal Richtung zu unserem Wohnmobil. Wir haben hier auch noch einen guten Platz erwischt. Mit Blick auf die Mosel. Heute Morgen ist wirklich kühl. Jetzt machen wir uns mal eine schöne warme Tasse Kaffee, mein Schatz, ne? Okay. So. Also alles in allem ein gelungener Stellplatz, kann man so sagen. Sehr schön, stimmt alles.